Hallo, herzlich willkommen im Themenstrang Bildung 4.0. Mit Bildung assoziieren die meisten ja Schulen oder Hochschulen oder Volkshochschulen oder langweilige Seminare, Webinare, MOOCs oder was auch immer. Das sind alles die klassischen formalen Bildungsangebote, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch weiterhin Sinn machen. Aber zwischenzeitlich hat sich herumgesprochen, Bildung 4.0 könnte etwas ganz anderes sein und könnte vielleicht auch ganz anders und moderner ausschauen. Und erfahrungsgemäß ist ein Blick nach Kalifornien kein schlechter Ratgeber, um sich Inspiration zu holen, wo die Reise vielleicht hingehen könnte. Was ich von der O'Reilly-Konferenz mitnahm, sind folgende Initiativen, die ich in einem dreidimensionalen Raum in 4 Quadranten euch kurz hier vorstellen möchte. Da unser Thema ja Arbeiten 4.0 ist, unterscheide ich auf der einen Achse die Ausbildung und dann diesen ganzen Zeitrahmen der Erwerbstätigkeit. Dann können wir auf dieses Themenfeld schauen aus Sicht der Unternehmen auf der einen Seite und aus Sicht der Individuen auf der anderen. Und schließlich haben wir noch eine Zeitachse, weil wenn in 20 Jahren die meisten Jobs oder viele Jobs wegfallen, was ist dann? Starten wir also mit dem ersten Quadranten, die individuelle Ausbildung. Sebastian Zruhn ist auch im Silicon Valley ein Popstar. Über 1 Milliarde US-Dollar war Udacity zum Zeitpunkt der Konferenz bewertet. Für alle, die Udacity nicht kennen, gestartet als die erste große MOOC-Plattform, haben sie sehr schnell die Kurve gekratzt, als sie feststellten, dass sie über diesen Weg nicht ihr Ziel erreichen, nämlich Bildung zu demokratisieren. Weil das ist nämlich der Anspruch, jedem, der einen Job tatsächlich wünscht, die Chance zu eröffnen, sich für die Jobs der Zukunft weiterzubilden, zu einem Preis, den man sich auch leisten kann, egal wo man gerade weltweit sitzt. Und das ist ja heute eigentlich alles machbar. Es ist ein anderes Denken, als wir es noch mit unserem Industriezeitalter-Denken gewohnt sind. 16.000 Data-Analysten könnten sofort alleine im Silicon Valley einen Job finden, wenn es sie denn gäbe, diese Analysten. Also baut man einen Marktplatz, um vorhandene oder potenziell vorhandene Jobs mit potenziellen Interessenten zusammenzubringen. Dabei helfen Algorithmen, um die auch einem persönlich dann helfen, möglichst schnell da in diesem Prozess weiterzukommen. Man kann auch, wie sehr sie davon überzeugt sind, zeigt zum Beispiel das Angebot, dass wenn man ein bisschen mehr Geld zahlt, also so auch für die extrinsische Motivation, wenn man ein bisschen mehr Geld zahlt monatlich für die Teilnahme, dann erhält man garantiert ein Jobangebot nach erfolgreicher Beendigung, wobei offensichtlich auch ein Praktikum schon als Job gilt. Wenn man allerdings wiederum bedenkt, dass Apple mitunter 5.000 Dollar zahlt für einen Praktikumsplatz, dann sind das ja erstmal ganz gute Startbedingungen. Auf die Frage eines besorgten Vaters auf der Konferenz, der Srun fragte, was er seiner Tochter raten solle, die lieber Geschichtswissenschaften studieren wolle, legte Srun seinen Antrieb dar. Man solle den persönlichen Einfluss auf die Gesellschaft messen, den man selbst ausübt aufgrund der eigenen Ausbildung. Also durchaus Geschichtswissenschaften studieren, aber dann auch weitergehen. Das war seine Empfehlung. Überhaupt hört man in diesen Tagen immer wieder auch aus dem Silicon Valley, dass es durchaus sinnvoll sein könne, zunächst Liberal Arts zu studieren oder dass es vielleicht sogar die ideale Ausbildung ist. Möglichst breit, Studium Generale hieß es früher bei uns, um einen weiteren gesellschaftlichen Horizont zu erlangen und erst dann in die technologische Weiterbildung einzusteigen. Ähnlich lautete auch die Empfehlung des CEO von Etsy, Chad Dickerson. Liberal Arts seien sehr bedeutsam für Marktplätze der Tech-Industrie, da es darum ginge, Erfahrungsräume aufzubauen. Und da braucht es sehr vielfältige Erfahrungen. Übrigens, was glaubt ihr, wie viele Etsy-Verkäufer und Verkäuferinnen das Fulltime machen? 18% sagen das von sich, dass sie Fulltime-Etsy-Verkäufer sind. Damit wären wir beim zweiten Quadranten angelangt, nämlich wie geht man als Arbeitgeber mit der zunehmenden Trennung von erforderlicher Kompetenz und Ausbildung um? Laszlo Bock, Personalchef bei Google, erklärte, ihre Studien hätten ergeben, dass es keinen Zusammenhang gäbe zwischen Elitehochschulen und der Smartness der angeheuerten Leute. Entsprechend haben sie ihre Konsequenz daraus gezogen bei den Einstellungen. Abschlüsse spielen keine Rolle mehr. Weitestgehend. Auch vertrauen sie weniger in die Weiterbildung, sondern sie investieren sehr viel Geld in den Rekrutierungsprozess.
Jobbeschreibungen seien kein gutes Werkzeug, um Talente für die richtige Position zu finden. Statt über klassische Jobportale oder Headhunter zu rekrutieren, haben Sie einen Prozess aufgesetzt, um gute Talente zu finden und überhaupt sie für sich zu gewinnen. Und diese Talente zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich von anderen qualitativ unterscheiden. Attribute wie Resilienz, Bescheidenheit, Gewissenhaftigkeit, Verantwortung für die Umgebung, das sind Attribute, nach denen Sie suchen. Man kann dies alles in dem Buch von Laszlo Bock nachlesen, womit wir beim dritten Quadranten angekommen sind. Was tun als Unternehmen, wenn man bereits einen Angestelltenstamm hat und die Zukunft sich so rasant ändert, wie sie sich gerade abzeichnet? Nun können wir Meter um Meter an Regalbrettern füllen mit Büchern und Ratgebern für ein erfolgreiches Change Management. Wir haben eben bereits von Google gehört, dass die sowohl zeit- wie kostenintensive Weiterbildung von durchschnittlichen Angestellten weniger effizient ist als gleich, die besten Talente anzuheuern. Wenn ich mich aber vor dem Hintergrund, sagen wir mal, eines Handwerksbetriebs mit ein paar Angestellten, mit ein paar Mitarbeitern, ich mich da hineinversetze, was könnte man also realistischerweise tun, um das Unternehmen für die nächsten Jahre denn gut aufzustellen? Auf der Konferenz fielen mir zwei Initiativen auf, die ihre Arbeit vorstellten, die einen Hinweis geben könnten, was man heute unter moderner Weiterbildung im Sinne von Weiterentwicklung verstehen könnte. Da ist zum einen Tech Hire, eine Initiative in den USA, die man sich aber auch gut für Europa vorstellen könnte. Das wäre mal eine gute Copycat, glaube ich. Und zwar ist Tech Hire eine nationale Plattform, die Arbeitgeber mit Personen in Verbindung bringt, die Skills und Motivation mitbringen, erfolgreich Angestellte zu sein, die aber nicht traditionelle Wege gegangen sind, um sich diese Skills draufzuschaffen und von daher unsichtbar sind im klassischen Rekrutierungsprozess. Man muss sich das, glaube ich, ein bisschen so vorstellen wie die hiesigen Arbeitsamtprogramme, nur eben in modern und in vernetzt. Über diese Plattform können lokale Unternehmen ihre Bedarfe formulieren. Die Bildungseinrichtungen gießen das dann in kompetenzbasierte Curricula, um diese Bedarfe möglichst schnell mit qualifiziertem Personal zu decken. Das Ganze basierend auf einer guten Datenbasis bestehender Business-Plattformen und relevanter Tools. Da sind sie natürlich da drüben dann wieder weiter als wir hier in Europa. Da haben wir tatsächlich ein Problem. Nun kann man sich das insgesamt vielleicht alles noch ein bisschen moderner vorstellen, aber der Ansatz über Communities of Practice, Unternehmen, Bildungseinrichtungen und interessierte Personen zusammenzubringen, das gefällt mir schon ganz gut. So könnten auch KMU in ländlichen Räumen durchaus mit IT-Personal verbunden werden oder IT-affinem Personal. Es muss ja nicht jeder gleich eine Suchmaschine programmieren lernen, obwohl das gar nicht so schwer sein soll. Das zweite in diesem Kontext interessante Projekt war das Other Lab, ein unabhängiger Makerspace, wie wir sie auch in dem Themenstrang Creative Thinking nebenan vorstellen. Was mir an diesem Projekt hier ganz gut gefällt, ist mal wieder der kalifornische Anspruch, sich Projekte zu überlegen, die man gerne in der Welt sähe, um die Welt besser zu machen. Und sich dann gemeinsam auf den Weg macht, sich die Skills anzueignen und gegebenenfalls auch die Finanzierung kreativ auszugestalten. Sie meinten auf der Konferenz, es werde zukünftig immer mehr unabhängige Labs geben, die untereinander vernetzt sind. Es bräuchte nämlich neben den Forschungslaboren an den Hochschulen auch die kollektive Intelligenz unabhängiger Labore, da die Automatisierung auch viele negative Nebeneffekte produzieren könne. Ich führe dieses Projekt an dieser Stelle an, weil die gesamte Maker-Kultur eine große Weiterbildungskultur in meinen Augen ist, und zwar der modernen Art und vor allem für handwerklich Begeisterte, interessante Schnittstellen bietet. Computer sind hier nur ein Werkzeug neben anderen und insofern, man muss nicht erstmal einen Informatikkurs belegen, bevor man da den nächsten Schritt gehen kann, sondern einfach reingehen und loslegen und von den anderen lernen. Dann kommen wir zum letzten, nämlich dem vierten Quadranten. Was tun als Mensch, der vielleicht durch die Digitalisierung und die fortschreitende Automatisierung seinen Job verloren hat? Reid Hoffmann, CEO von LinkedIn, und Joe Baird von der Merkel Foundation experimentieren derzeit in Colorado und in Phoenix mit Modellen, wie man Menschen auch ohne College-Abschluss für neue Jobs qualifizieren kann. Dabei suchen sie nach Mustern, wie man ihnen am besten helfen kann, von Jobs auf Stundenbasis bis hin zu ganzen Karriereleitern. Sie sind der Ansicht, und ich schließe mich dem an, dass alte Institutionen überholt sind, da sie für das Industriezeitalter optimiert wurden. Und es brauche neue, innovativere Formate, um Menschen die Qualifikationen zu geben, die sie heute benötigen.
Und LinkedIn hat ja bereits durch seine Daten einen ganz guten Überblick, welche Kompetenzen mit welchem Jobprofil am besten matchen würden, wenn bestimmte Qualifizierungen noch da drauf kämen. So hätten, weil Eltern sind überfordert, was sollen sie ihren Kindern auch empfehlen irgendwie für die Zukunft? Kein Mensch weiß, wie es aussieht in 20 Jahren. An welchen Signalen kann ein Arbeitgeber heutzutage noch identifizieren, ob diese Person wirklich die erforderlichen und Qualifikationen mitbringt, die man braucht für den Job? Das können, und das vermute ich ja seit geraumer Zeit, diese Business-Plattformen am besten. So, das ist also eine ganz andere Art von Bildung und Bildungskonzept und Bildungsdenken. Das waren meine 4 Quadranten für die Bildung 4.0. Macht was draus. Bis dahin. Bye bye. Ciao.